Daten und Fakten zur Auslosung der Champions League zusammengestellt vom SID. Die Auslosung am Donnerstag 18.00 Uhr Eurosport und Sky Sport News wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Im Rahmen der feierlichen Zeremonie im Grimaldi Forum vergibt die Europäische Fußballunion UEFA zudem zahlreiche Preise. Unter anderem werden der beste Spieler und die beste Spielerin des Kontinents gekürt. Das erste Gruppenspiel findet am 18.19. September statt. Das Ziel aller Teams ist das Endspiel am 1. Juni im Estadio Metropolitano von Madrid. Die Töpfe gezogen werden die Teams für die 8 Vierergruppen aus 4 Töpfen. Der Titelverteidiger, Real Madrid, der Gewinner der Europa League, Atletico Madrid, sowie die Meister aus den 6 stärksten Ligen befinden sich in Topf 1. Für die Töpfe 2 bis 4 erfolgt die Zuordnung nach dem die Leistung bewertenden Club-Koeffizienten. Borussia Dortmund ist das am stärksten bewertete Team in Topf 2. Schalke 04 wird aus Topf 3 gezogen, Neuling TSG Hoffenheim aus Topf 4. Wie Jürgen Klopps FC Liverpool einsortiert wird, Top 2 oder 3, entscheidet sich erst am Mittwochabend nach den letzten Quali-Spielen. Deutsch-deutsche Duelle sind ausgeschlossen, ebenso wie Partien zwischen Teams aus der Ukraine und Russland. Die Hammergruppen Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand, für Schalke könnte es ganz schwer werden. Das Hoffenheimer Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, könnte in einer Gruppe mit Barcelona, Tottenham Hotspur und der AS Monaco ebenfalls in weite Ferne rücken. Borussia Dortmund geht immerhin Man United und den Spurs aus dem Weg. Die Champions und Meister aus Top 1 drohen aber auch dem Team des neuen Trainers Lucien Favre. Die Bayern werden unabhängig von der Auslosung als Gruppenfavorit gehandelt werden, ein Duell mit Manchester United wäre aber sicherlich reizvoll. Die GLCKSLOSE del Joker für Schalke, Dortmund und Hoffenheim heißt Lokomotive Moskau. Der Club der Ex-Schalker Benedikt Höwedes und Jefferson Fofana ist das auf dem Papier schwächste Team aus Topf 1. Der FC Brügge, die Young Boys Bern und AEK Athen, alle Top 4, sollten für die Bayern, den BVB und Schalke keine große Hürde darstellen, der TSG könnten aus Top 3 Ajax Amsterdam oder ZSKA Moskau zugelost werden. Wie gehabt funktioniert das Überwintern in Europa auch durch die Hintertür, die Gruppendritten sind automatisch für das 16. Finale der Europa League gesetzt. Das Wunschkonzert Schalkes Neuzugang Marcut hat keine Lust auf Spiele in der Königsklasse, die sich nach Europa League anfühlen. Ob du jetzt in Madrid, in Barcelona oder in Manchester spielst, alles ist geil, sagte er. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann will sich wie an Weihnachten keine allzu großen Hoffnungen machen, sondern darauf hoffen, überhaupt etwas geschenkt zu bekommen, dann freut man sich auch über Socken. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bekräftigte unabhängig von der Auslosung das Ziel, in der Champions League überwintern zu wollen. Die Bayern schauen nicht nur auf die einzelnen Gegner, sondern auf das große Ganze. Wir wollen das, was wir 2013 mit dem Sieg in London erlebt haben, in naher Zukunft wieder erreichen, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die Prämien, die Kasse klingelt bei allen Teilnehmern der Gruppenphase schon, bevor der Ball rollt. Nach der Reform der Königsklasse schüttet die UEFA insgesamt rund 2 Milliarden Euro aus. Alle 32 Teams erhalten eine Startprämie von 15,25 Millionen Euro. Für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es 2,7 Millionen, für ein Unentschieden 900.000. Die Qualifikation für das Achtelfinale ist 9,5 Millionen wert, das Viertelfinale 10,5 Millionen, das Halbfinale 12 Millionen und Finale 15 Millionen. Der Sieger bekommt zusätzlich 4 Millionen.
Hinzu kommen satte Einnahmen aus der Koeffizientenrangliste. Die Bayern erhalten garantiert 33,24 Millionen und aus dem Marktpool.